Seid schön gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich sehe gerade, dass meine Paprika schon etwas rot wird da hinten. Diese da. Ich hoffe, die Tauben werden noch lange genug wegbleiben. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sage mal Hallo an dieser Stelle. Und auch wenn ich neulich die Anregung bekommen habe, von wegen, ich solle mich doch mal öfter vor die Kamera setzen, denke ich mir jetzt gerade, nö. Ich habe nur aufgrund der Hitze einen Schlafanzughose an. Ich werde jetzt mich nicht vor die Kamera setzen, denn dann habe ich halt nicht viel an. Deswegen werde ich euch jetzt hier aus gewohnter Manier mehr Fokus auf die Lebensmittel, ihr seht direkt schon an dem Brettchen, dass wir hier vermutlich wieder irgendwas haben, was wir schneiden werden, ein paar Dinge zeigen, die für mich so ein bisschen Kindheitserinnerungen sind. Ich kenne diese Dinge schon seit ich Kind bin und ich könnte jetzt unzählige Sachen mehr nennen und euch zeigen. Aber ich habe mir einfach gerade diese drei ausgesucht, weil ich sie einfach gerade bei Müller gesehen hatte. Und zwar den Kinder Happy Hippo, den Klassiker, den Kinderriegel und mein persönliches Favoritenteil, was ich sehr, sehr liebe, den Milka Tender. So, die drei wollte ich euch mal kurz in einem kleinen Video vorstellen und würde mich auch direkt hier freuen. Ich muss mal kurz noch hier ein Foto machen. So. Und würde mich auch direkt freuen, von euch Kommentare zu bekommen, was ihr so für Kindheitserinnerungen, Süßigkeiten habt. Wie gesagt, ich könnte hier noch Millionen andere nennen. Ich habe einfach die hier genommen. Ich persönlich war auch eigentlich nie der größte Kinderriegel-Fan, aber aufgrund des Namens schon passt das ganz gut. Ich muss sagen, der ist etwas geschmolzen, weil es sehr warm ist. Sieht hier leider gerade ein bisschen krüppelig aus. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, ihn euch trotzdem zu zeigen. Diesen Riegel, der da hauptsächlich besteht aus viel, viel Fett. Deswegen schmilzt er nämlich auch schnell. Je mehr Fett etwas hat, desto schneller schmilzt es. Wir können uns das mal angucken. Obwohl, nein, er besteht ja nur aus Zucker, Vollmilchschokolade mit 40%, in der hauptsächlich Zucker drin ist. Aber wir haben einen Fettgehalt von 35%. Ein Schokoriegel eben. Und nichts mit von wegen gesunde Portion Milch. Das bekommen wir hier definitiv nicht. Wir bekommen einfach einen Schokoriegel, der aber auch einfach gut schmeckt und den typischen Kinderschokoladegeschmack hat. Fettig vom Geschmack, aber schöner Kakaogeschmack. Ich mag den Kinderriegel, schmeckt halt mild. Also ist nicht so ein intensiver Schokoriegel oder so. Aber ich denke, das ist so ein Allzeitklassiker. Kann man machen, würde ich sagen. Ne? Ist jetzt, wie gesagt, auch früher als Kind für mich nie so der, ich sag mal, am meisten von mir verputzt worden. Aber kann man so immer mal machen. Ich weiß auch gar nicht, was ich für diesen einen Riegel jetzt hier bezahlt habe. Man kann ihn natürlich auch als große Packung kaufen. Habe ich hier aber ehrlich gesagt nur geholt, weil ich einfach noch irgendwas euch zeigen wollte. Kinderriegel ist lecker, aber für mich persönlich ist das nicht so geil. Wie zum Beispiel der Kinder Happy Hippo. Allein schon die Figur hier drauf. Und allein die Machart des Ganzen gefällt mir. Es ist auch, ich sag mal, so ein typisches Ferrero-Waffeldingen. Da können wir mal gucken. Ferrero, das ist übrigens auch von Ferrero, der Kinderriegel. Der Tender nicht, der ist von Milka. Das ist hier so eine Art Waffelspezialität. Was heißt Art? Es steht ja drauf, eine Waffelspezialität mit feiner Milchcreme, 36% und 36% Kakaocreme. Sogar 38 Gramm Fett. 593, also fast 600 Kalorien pro 100 Gramm. Ich sage nur Bäm. 53 Gramm Kohlenhydrate, 45 Gramm Zucker. Ist aber eine Süßigkeit, geht in Ordnung. 20,7 Gramm sind drin. Zutaten, könnt ihr kurz Pause machen. Ich will jetzt in diesem Video wirklich gar nicht so viel auf Zutaten eingehen. Manchmal ist das ganz sinnvoll, manchmal nicht. Macht einfach kurz Pause, guckt es euch an, wenn ihr wollt. Ich gucke mir jetzt mit euch den Kinder Happy Hippo an, der hier in der Sorte Kakao ist. Ich weiß gerade gar nicht, ob es auch in anderen Sorten gibt. Ihr wisst vielleicht, ich esse tatsächlich selten Süßigkeiten. Ich esse lieber Proteinriegel. Von daher, wenn ihr da andere Sorten kennt, schreibt sie mir gerne. So sieht er aus. Sieht eigentlich ziemlich geil aus. Ne? So weiße Schokolade hier unten. Dann haben wir hier so Crispies dran. Leider hat er ein bisschen was auf die Fresse bekommen. Wir sehen, dass ihm die Schnauze eingeschlagen wurde. Das hier sind die Augen. Das ist auch so eine Art Milchcreme, Fettcreme. Waffel hier. Auf den Arsch hat er auch einen bekommen. Und diese Crispies, die erinnern mich so ein bisschen an die Crispies vom Kinder Schokobon Crispy, wozu ihr ein Video auf meinem YouTube-Kanal auch seht. Habe ich ja neulich von einem Kollegen bekommen. Der war in Slowenien, wobei die da aus Spanien kommen. Und da konnte man auch ganz gut sehen, was die da für schöne Sachen haben. Und die hatten auch so eine Art wie dieses Granulat hier dran. Ja, ihr seht direkt, ist warm. Schokocreme, Milchcreme und das alles in so einer Art Waffel.
Riesensauerei. Ich bin mir nicht sicher. Hatte Kinder Happy Hippo immer zwei Milchcremes drin? Ich muss sagen, ich glaube, ich habe 20 Jahre nicht mehr gegessen. Ich weiß es gerade gar nicht. Wer es weiß, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Knackige Waffe. Die Kakaocreme erinnert mich stark an Nutella. Ja, kann man machen. Ist aber wirklich so eine eher Fettcreme. Also qualitativ jetzt glaube ich nicht das allerbeste. Es hat einfach so Genuss, aber es gibt auch leckere Milchcreme. Zum Beispiel die vom Bueno schmeckt mir persönlich deutlich besser. Die hier ist einfach nur sehr süß. Haselnussgeschmack. Die Milchcreme ist so ein bisschen untergegangen. Die Schokolade ist da deutlich intensiver. Könnt ihr auch einfach einmal dem Nilpferd den Kopf öffnen. Ja, Schokocreme, Milchcreme kann man machen. Ich setze sie mal zusammen. Ich habe gleich noch vor, was anderes zum Abend zu essen. Da gibt es dann vielleicht zum Nachtisch den Rest. Ja, ist okay. Habe ich aber irgendwie besser in Erinnerung. Was wahrscheinlich sehr grandios sein wird, wird aber der Milka Tender sein. Ich habe das Ding immer geliebt. Ich kenne da noch die alte Werbung von Elvis. Love me tender. Wo dann Elvis quasi singt. Der hat ja auch so ein Lied. Und Tender, jetzt habe ich es vergessen. Ich wusste es noch. Ihr könnt es einfach googeln. Oder ihr schreibt es auch gerne in die Kommentare für die Leute, die es wissen wollen. Was Tender, ich glaube, das ist sowas wie sanft, soft. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Keine Ahnung. Eine Sorte Milch, da gab es tatsächlich auch schon Sorten mit Schokolade oder mit Erdbeeren, was weiß ich nicht alles. Das ist hier der Klassiker. Ich hoffe, der ist nicht auch so weggeschmolzen. 37 Gramm sind drin, kein Plan vom Preis. Zutaten sehen wieder so beschissen draufgedruckt aus. Deswegen wieder Anmerkung an euch, Pause einfach machen. Es ist letztlich eine Biskuitrolle mit einer Milchcremefüllung von 23% überzogen mit Alpenmilchschokolade, welche da vermutlich die Milka-Schokolade sein soll. Von Mondelez. 424 Kalorien bei nur 20 Gramm Fett, 55 Gramm Kohlenhydrate, 38 Gramm Zucker. Gucken wir da auch mal rein. Ach, das Ding, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gegessen. Ach, ich denke aber auch gerade an Yes. Yes ist auch so ein Ding gewesen, so ein ähnliches Ding, nur anders geformt. Yes habe ich auch immer sehr geliebt, erinnert mich gerade daran. Ach, leider auch ein bisschen zerdrückt schon. Na, was soll's. Kommt ja in den Magen rein. Der Tender. Typisch, man merkt es direkt am Gefühl, dass das diese typische Milka-Schokolade ist. Die ist sehr, sehr fettig. Und hier drin die Biskuitrolle mit dieser Milchcreme da drin. Wir sehen, das ist so eine weiche Cremerolle. Ja. Innen drin süß, hat auch tatsächlich diesen typischen Biskuitgeschmack. Außen die Schokolade ist wie gesagt sehr, sehr fettig. Die muss man mögen, die Milka-Schokolade. Ich persönlich finde, es gibt bessere, aber es gibt auch schlechtere. Trägt natürlich maßgeblich zum Geschmack bei, die dicke Schokolade. Und die Milchcreme, ja, ist jetzt mit 23% nicht so viel drin. Eher ein bisschen weniger. Hier kann man sie nochmal so gut sehen. Ich glaube, als Kind war man mehr zu begeistern, oder? Ich habe in meinem Leben schon so viel gegessen. Ich fand den Tender früher, glaube ich, auch besser. Von daher kann ich dieses Video mit diesen Klassikern jetzt nur so abschließen, von wegen Kindheitserinnerungen sind immer toll. Es ist schön, wenn man sie mal wieder aufleben lässt. Aber es ist nicht alles immer so gut, wie man es früher als Kind empfunden hat. Man kann es aber machen und deswegen ist es auch grundsätzlich nie verkehrt. Und manchmal ist es auch so, man muss nicht alles immer kritisch hinterfragen und sagen, oh, das ist fett, das ist ungesund und so. Und das ist komplett falsch, definitiv. Man muss sich manchmal einfach auch Dinge kaufen, weil man sie gern haben möchte oder weil sie einen an früher erinnern oder was auch immer. Deswegen werde ich mir bald auch mal echt mal wieder Miracoli aus der Packung kaufen müssen. Das ist auch so ein richtig geiles Kindheitsding. Schreibt mir eure Kindheitsdinger in die Kommentare, wenn ihr noch ein Kind seid. Schreibt mir rein, was ihr allgemein gerne isst. Und ansonsten habt einen wunderschönen Tag noch. Macht's gut und vergesst den Daumen nach oben nicht. Adios und ach ja, und das Abo. Bis dann. Ciao.